Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Heaven. Ja, wir haben in der letzten Folge hier oder in den letzten Folgen relativ viel hier aufgebaut. Und darauf bauen wir heute auf. Nicht wundern, wenn ich ein bisschen ruhiger bin. Es ist 0.19 Uhr und ich muss die Folge für morgen aufnehmen, weil ich sie dann verpennt habe. Bedeutet, wir werden jetzt hier richtig mal loslegen. Schauen wir, wie heute der Plan ausschaut in dem Tag. Oh, er ist gestufft voll. Das ist doch auch was wir wollten. Schauen wir mal. Eigentlich müssten wir hier versorgungsmäßig. Wait. Die einzige Lieferung ist um 0 Uhr nachts. Lol, warte mal. Zählt der gerade mal bis 17 Uhr. Dann hätte ich gerne nochmal bei denen einen Vertrag, und zwar einen normalen für 100 unterzeichnen, 150 nochmal unterzeichnen. Delivered at 12 Uhr. Das schaut nach einer guten Halteposition aus, immer so. Dann geht es wieder runter und hält sich. Gut, dann schauen wir doch mal hier nochmal eine Treibstoffanversorgung. Die schaut stabil aus, okay. Die schaut stabil aus. Dann spulen wir wieder vor. Weiter. New contracts are unlocked for company Smith & Brothers. Okay. Dann schauen wir nochmal einmal schnell hier hin. Wir haben jetzt die hier erforscht. Dann tun wir das noch erforschen. Und neue Verträge wurden. Muss ich jetzt hier noch irgendwas kaufen? Ach, schau mal, jetzt können wir hier noch das rein theoretisch kaufen. Kann ich aber nicht. Warum? Nicht genügend Parkplätze. Dann verkaufen wir eins von den Teilen hier. Und verkaufen einen Paket-Unloader. Das ist mega cool. Geil, die stehen jetzt auch hier rum. Schaut euch das an. Stehen jetzt jeweils auf der Startfläche und warten auf ihre Angebote. Schauen wir mal, habe ich überhaupt noch? Ich habe gar keine Flugfelder mehr, keine freien. Das läuft jetzt alles auf Demand. Bin mal gespannt hier, bin ich jetzt ehrlich drauf gespannt, weil ich schauen will, ob die wirklich die Sachen verwenden. Nee. Wahrscheinlich für größere Flugzeuge rein theoretisch. Also eigentlich relativ unnötig, dass wir es aktuell haben. Aber die Flugzeuge sind hier ordentlich auf Lager. Schaut ordentlich. Also wir kriegen auch auf jeden Fall ordentlich Geld die ganze Zeit rein. Wenn die Flugzeuge jetzt nicht alle gleichzeitig natürlich aus dem Parkmodus gehen, wäre das natürlich noch genialer. Das ist Smith & Brothers, lol. Da kommen jetzt ein paar Flugzeuge daher. Alle auf die Startbahn. Alles Geld fließt nur. Schaut euch diese Pluszahlen an. Lecker, 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 lecker. Was? Wie kann das denn sein? Flug RO000. Warum sind die delayed? Hier werden Flugzeuge einfach nicht bedient. Wieso werden hier Flugzeuge nicht bedient? Da sind sogar Flugzeuge nicht mehr. Auf was wartet ihr denn? Warte mal, auf was wartet ihr denn? Load Cargo. Das ist sogar ein Flo-Luftfrachtlager. Warum wird das nicht benutzt? Wir canceln heute mal die Flüge hier. Da ist ein Bug, glaube ich, drin. Ein
Sonst können wir uns nicht mehr an unserem Flugplan halten. Aus mit denen. Da ist einfach irgendwas schief gelaufen, glaube ich. Das ist ganz, ganz komisch gewesen. Oh, warte mal, wir forschen nichts. Das geht ja mal gar nicht. Passagierservice, natürlich im Package Stack. So ein komisches Teil hier halt. Facilities. Lol, Moment, das haben sie unten umgeräumt. Der Button ist neu. Flugkontrollzentrum. Können wir eins rein theoretisch hier hinsetzen. Können mehr Flüge kontrolliert werden. Aber schaut das jetzt echt cool aus. Ich bin erstaunt. Läuft doch sehr, sehr schön. Gibt es hier sonst irgendwas Neues, was ich noch nicht weiß? Nee. Außer halt, dass wir diese Treibstofftanks rein theoretisch hätten, die wir jetzt mal mit einer Pumpe probieren müssten. Schon wieder, welcher ist jetzt schon wieder verspätet? Der hier. Boarding haben wir ein Problem. What? Fahr ab. Oh lol, ich sehe gerade, warum das irgendwas passiert. Die hängen sich jetzt alle hier auf, oh no. Komplettes Verkehrschaos, was ich jetzt hier erzeuge, aber hey. Wir werden jetzt hier noch so eine Straße hinsetzen. Und jetzt sollen sie sich auskennen. Dann kriegen die noch eine Straße und die soll einfach hier hinführen. Schau, dass ihr so schnell wie möglich alle Flugzeuge abfertigt. Das war natürlich jetzt ein Riesenchaos. Wenn da natürlich ein Stau entsteht, ist es am Ende. Fuck, alle sind verspätet. Erhalten die denn jetzt wenigstens ihren Service noch? Oder interessiert es... Ja. Na schau, die machen die jetzt noch, wie es scheint. Nacheinander werden die jetzt abgefertigt. Glaube ich. Aber halt natürlich alles um einiges verspätet. Aber sie kümmern sich drum auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Ah, okay, dafür ist es. Wahrscheinlich wurde der Bug hier befunden erstmal und dann... Ich muss jetzt mal kurz hier was machen, weil... Hier buggen immer noch viele und ich glaube, das hängt immer noch mit demselben Problem zusammen. Bedeutet, die ganzen Flugzeuge... Oh Gott, das wird so ein Chaos jetzt allein schon bei der Startbahn geben. Das wird ein Chaos, sage ich euch. Ein pures Chaos. So, jetzt tun wir hier noch den Omnibus erforschen. Oh, das wird ein pures Chaos. Das sehe ich jetzt schon. Die Menge an Flugzeugen jetzt. Oh, es geht aber sogar. Bevor irgendwas Neues nachkommt, sind die alle schon wieder weg. Genial. Okay, da kriegt es doch hin. Okay, wollte schon sagen, wenn es jetzt wieder nicht funktioniert, dann kill ich es aber. Dann kill ich es aber. Aber schaut doch eigentlich ganz gut aus. Wie schaut es mit dem Contract allgemein aus? Oder mit dem Flugzeugplan? Oh, schade, jetzt haben wir da zum Beispiel...
Morgen fehlt uns ein kompletter Bereich nochmal. Da müssen wir noch was nachbuchen. Da müssen wir dann nochmal nachbuchen. Nicht schon wieder. Alter, was ist denn jetzt los? Cargo. Was ist denn hier los? Alter, das gibt's doch gar nicht. Oh, nee. Warum kann ich denn Fahrzeuge nicht anstacken? Erst wenn ich die Flugzeuge cancel, dann... Da hängen sie nicht auch noch rum. Das wird jetzt auch gleich hier irgendwo zu einer Verspätung führen, denke ich mal. Ja, hier. Der wird auch gleich zu einer Verspätung führen. Ja. Ich hasse es. Vielleicht muss ich das Verkehrschaos hier vorne auch mal lösen. Das könnte es auch sein. Das schaut ja... Ist ja mittlerweile auch eine Katastrophe geworden. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal. Vielleicht habe ich uns bis dahin so ein bisschen Geld geholt oder so. Wie auch immer, wir werden es sehen. Also, bis dann. Ciao.